Mit seinem Trainer versteht er sich bestens. Stefan Kunz ist schließlich eine Legende in Kaiserslautern. In dem Verein, bei dem Julian Pollersbeck in den letzten 4 Jahren den Durchbruch geschafft hat. Künftig spielt der Torwart der U21-Nationalmannschaft für den HSV. Pollersbeck freut sich riesig, will darüber aber gar nicht groß reden. Ich habe mich davor und auch jetzt und auch die nächsten Tage gilt der volle Fokus hier drauf. Ich habe schon mal gesagt, aktuell ist bei mir der Adler auf der Brust. Und der ist hoffentlich dann auch noch für den Rest der Woche drauf. Es sind gerade die spannendsten Tage seiner noch jungen Karriere. Heute steht sein bisher größtes Spiel an. Mit der U21 trifft er im EM-Halbfinale auf England. Viel dürfte dabei von ihm abhängen. Er sagt, er wolle einfach spielen und meint: Klar im Kopf sein, klare Bälle spielen, nichts Wahnsinniges versuchen. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht wie Ter Stegen spielen und zwei Leute über Chippen an die Mittellinie und irgendwas machen, weil ja, der auch eine ganz andere Qualität hat, sondern ich muss mich auf das konzentrieren, was ich kann. Deutschland gegen England, dann denkt man automatisch an Elfmeterschießen. Und auch etwas an Stefan Kunz 1996, als der den 5. Elfmeter verwandelte und die deutsche Elf Europameister wurde. Julian Pollersbeck macht sich wegen eines Elfmeterschießens gar keinen großen Kopf. Meine letzte Erfahrung mit Elfmeterschießen war in der Jugend beim Hallenfußball. Aber danach nicht mehr, nur noch vereinzelte Elfmeter mal im Spiel. Ja, das ist. Ich gehe da situativ vor, Gegner angucken, wie läuft er an, wo guckt er hin. Ja, das ist eine spontane Entscheidung. So oder so wird Julian Pollersbeck im Blickpunkt stehen. Am besten, es kommt gar nicht erst zum Elfmeterschießen. Gutes Omen, beim bislang einzigen deutschen U21-Titel 2009 besiegten Neuer, Hummels, Khedira und Co. England im Finale mit 4:0.